Ja, War nicht so gut, oder? ach, das ist ein Hauscocktail gewesen, ne? Das Ja, ist das kann halt. man ein bisschen stärker schmecken, Ja. ne? Wunderbar. Ich kann das nicht. Das wird. Ich kann gar nicht. Schönes Wetter, Mensch, ne? Es gibt bei Roblox. Spiel, was ich vorhin erwähnt hatte. Okay, ist das jetzt so eine Übung oder wie? Ich mach mein Schwittern so warm. Schwittern warm! Okay. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Wir haben halt gerade hier ein Date und du machst jetzt. Ein bisschen Sport. Ja, klar. Ob wir den Hund jemals wiedersehen, das kann ich jetzt nicht versprechen. Komm her, du Ratte. Ja. Ja. Das ist eine neue Art zu essen, ne? Bitte? Das ist schon eine neue Art zum Essen. Nein, ach, alles entspannt. Was war das jetzt gerade genau, diese Bewegung da? Das ist ein bisschen. Ein paar Übungen, weißt du, zum warm werden. Ist das sowas wie eine Krankheit oder? Nee, also, das würde ich nicht als Krankheit sehen. Also, das macht man bei mir. Ich sag in der Jugend macht man das öfter. Nee, ich sag's wie es ist. Ich habe kein Problem, wenn du irgendwelche ja. Einschränkungen oder sowas hast. Hm? Nee, alles gut. Was machen Sie denn da? Was wird? Sie haben das so serviert. Das ist ja Ihr Hund, ne? Ja. Wo ist denn der? Den hab ich gerade weggemacht. Das ist weg? Soll ich den nehmen? Nee, freuen dich nochmal sehen. Das ist. Was denn? Ist halt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Hund ist. Ne? Sieht nicht so aus wie ein Hund. Okay, was soll das jetzt heißen? Was meinst du damit? Also ich sag mal, ich habe ja auch Hunde, ne? Ja. Das sind Hunde. Aber deins. Aber meins. Mein Hund. Ja, das ja. Können wir auf den Grill packen vielleicht. Auf den Grill packen, den ja, Hund. Ja, es sieht lecker aus zum Essen, aber so, ich würde es jetzt nicht als Hund bezeichnen, weißt du? Okay. Hunde sehen anders aus in meinen Augen. Okay. Okay, krass. Das ist jetzt, ich hoffe, das ist jetzt nicht disrespectful gegenüber dir. Schmeckt. Ja, ich wollte damit halt einfach nur sagen, die Hund ist halt ein bisschen. ich muss sagen, sie als Hund. Das ist schon schön. Soll ich den Stück hochwerfen und du fängst es? Okay, bist du bereit? Hopp! Du! So, ihr Wasser. Atmen bitte. Genau, Apfelkuchen. Und Käsekuchen. Und Käsekuchen. Ja, auch lecker hier. Das freut mich. Ein bisschen strecken. Aha. Entschuldigung. Sie sind da mein. Das fühlt sich etwas. Wollen Sie nicht mit mir reden dabei? Bis jetzt im Ortschak, hallo. Oh, hallo? Okay, Sie können sich wieder setzen, der Herr. Hören Sie mal auf, was machen. Wollen Sie das? So schnell, ich dachte schon, es geht weiter. Könnte ich vielleicht einen Schlauch haben? Ein Schlauch? Klar, haben wir Schlauch. Vielen Dank. Danke dir. Ich will mal probieren. Das ist ein Schlauch. Ich glaube, der Tisch ist ein bisschen dreckig. Also, Sie haben jetzt die einmalige Gelegenheit ja. zu tun und lassen, was Sie mit diesem Schlauch machen wollen. Aha, ich werde den jetzt in 20 Sekunden anschalten. Ja. In welche Richtung? Am besten nicht in die Richtung. Das wir haben halt hier auch. Also, in die Richtung wäre sehr schlecht. Ja, wir haben, wir haben halt hier ja, auch. Ja, klar, ich teste mal ganz kurz. Ich genau. mache ein bisschen das Wasser ganz das kurz. Ist vielleicht auch. Wir also haben halt auch hier technische Geräte. Genau. Ne? Ich passe auf. Ja. Oh ja. Doch. Das ist gut. Sonst so ist die ein bisschen warm. Nee, mir ist komplett angenehm kalt gerade. Ich glaube, ich habe auch ein paar Modi. Das ist ein sehr weirdes Date bis dato. Ja, es geht. Also, ist nicht so schlimm. Mensch, komm mal ziemlich weit, ne? Ja. Weißt du nicht? Erzähl mal. Der Schlauch kommt sehr weit, ja. Kommt er das? Ja, der Schlauch, der kommt sehr weit, der Schlauch, ja. Guck mal, wie weit die Spitze dran ist. Ja, und sonst so? Ach, alles gut. Sonst geht's dir gut, ne? Ja, wenn ich ihn kurz nochmal vielleicht einmal machen will. Ja. Möchten Sie noch was sagen? Ja, ich will Sie mal ein bisschen ab. Oh.
Ich hoffe, es geht ihm gut sonst soweit. Die Essen, das haben sie noch nicht ganz aufgegessen. Das ist aber ein schöner Schlauch gewesen. Mein Kuchen ist runtergefallen. Wollen Sie den vielleicht aufheben? Alles gut. Schmeckt der Kuchen auch nicht, oder? Alles gut. Soll ich Ihnen irgendwas... Ah! Oh, oh, oh Gott. Oh, Gott. Ja, wo wollen Sie hin? Mit der Werke lecker, ja, lecker. So ein geiles Mastschwein. Schmeckt's dir? Was denn? Sie können. Ja. Ich glaube, er hat auch gegessen. Ganz lecker. Schön. Oh, das war aber lecker. Vielen Dank. Und der Herr nochmal an ja. Sie. Mhm. Ja, so. Oh. Okay. Nee, das ist für den anderen Herrn. Oh. Ich finde, da steht dir so ein Bart. Du hast ja oben nicht gerade viel, ne? Ja doch, das hat doch was. Ja, das sieht gut aus, finde ich. Ja. Mensch, wir sind ja wie ein neuer Mensch. Ist der Finger oben? Wird man nicht loben, ne? Wird die generelle Rechnung, die Teilung, kassiert hier nur eigentlich einer oder wie ist das? Also ich bestehe darauf, dass er es zahlt. Ich weiß gar nicht jetzt gerade, wie es genau funktioniert. Kann ich Ihnen irgendwas anbieten? Sie sehen so aus, als könnten Sie irgendwas gebrauchen. Alles machen, sind Sie ganz sicher? Alles super. Sie wirken ein bisschen angeschlagen. Das ist alles super. Du machst jetzt auch schon seit einer längeren Zeit YouTube, oder? Genau. Was machst du da so für Videos? Ich mache halt meistens so Content, der ein bisschen sich an Erwachsene richtet halt. Ja. Also halt so ein bisschen Unterhaltungskontent. Ja, hört sich nicht so gut an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann halt mit Leuten nichts anfangen, die so eine Kinderstimme haben. Aha. So, hey meine Lieben oder so. Mhm. Willkommen zu einer weiteren Runde Fortnite! Was? Also keine Ahnung, da werde ich halt aggressiv. Ich finde das halt schlimm, wenn. Ja, kenne ich, kann ich absolut. Wenn Leute halt so eine super kindliche Stimme haben. Du hast ja viel Minecraft auch gebracht von, ne? Ja. Das ist schon schlecht. Ja, das ist aber nicht so schlimm wie eine Kinderstimme zu haben. Ja, man muss sich mal vorstellen, man ist erwachsen. Lieber eine Kinderstimme als ein Kinderkörper. Ne? Man ist erwachsen. Okay, ja. Man ist Kinderkörper, reden wir gar nicht erst drüber. Man ist erwachsen und dann hat man eine Stimme von einem 10-Jährigen. Also das ist natürlich, sag ich mal, das finde ich sehr unangenehm. Das finde ich sehr unangenehm. Ja. Oh. Alles gut? Ja, alles gut. Ja? Sehr schön. Hey. Ja? Hier. Mach dir mal keinen Kopf. Ja? Also, Sie können ja schon mal ausmachen, wer bezahlt was. Genau. Ne? Ich merke gerade. Oh, 32,1. Der Herr? Das passt ja. Die Müllabfuhr kommt. Kann mir das irgendwer. Wo möchte mein Date lustig auf? Ja, ich komme jetzt. Ey, schon was du richtig bist? Ja, das kann ich hier nur zurückgeben, ne? Glücklicherweise habe ich ja hier was spiegelt. Guck mal hin, ne? Ich sehe schön aus. Du bist hässlich. Merkst du, ne? So. Pisser, weißt du das? Schade, wie das hier mit dem... Schade, dass das Ich hatte bis jetzt noch kein richtiges Date, das war das erste. Und jetzt will ich nie wieder eins haben. Aber so einen schlechten Menschen habe ich noch nie erlebt. Fuck nur Megalol, oder Chat? Fuck nur Megalol. Es geht bei Maxi für den Chat. Ja, also wirklich. Ey, du Hund. Ich rede mit dir. Oh, Megalol einfach, oder? Du Hund. Ey. Ey, du Spaß. Digga, was geht ab, Chat? Alles gut bei euch? Pipogo, oder? Der Hund ignoriert mich. Der Hund ignoriert sie. Ja. Hören wir mal zu jetzt. Hallo. Nein, es ist ja komplett egal, welche. Du hässliche. Donewall Chat. Kann ich meine Donewall in den Chat haben? In die Richtung einfach. Kann ich meine Donewall? Ja, machen wir noch ein bisschen sauber. Ja, genau. Hallo. Rede mit mir! Hallo! Ey! Hör mir doch mal zu! Der Herr, Sie müssen die Rechnung auch langsam begleichen. Ja, die Rechnung ist gar nicht drin. Du wirst das zahlen, oder? Genau. Hallo! Hörst du mir jetzt mal zu? Der Herr. Hallo! 10er zahle ich das, oder Chat? Do, no, wall. Do, no, wall. Do, no, wall. Der hat gerade den Tisch runtergeworfen, weil sie ihm nicht zuhört.
Können Sie mir mal zuhören jetzt? Pepogo, let's go! Hör mir zu, du Hässlicher! Hier ist alles, hier, sie haben hier mein komplettes Restaurant umgeworfen. Er war das. Ich hab den ersten Tag... Er zahlt das. Er hat am ersten geworfen. Er hat hier alles kaputt gemacht. Er hat mit dem Wasserschlauch hier umgespritzt. Er hat sein... Schere. Okay. Ja, ich würde sagen, an der Stelle war es das auch von diesem wunderschönen Cringe-Date. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Schaut gerne bei Maxifon vorbei. Ich würde sagen, das war es an der Stelle von diesem wunderschönen Stream. Wir sind an der Stelle doppelt und dreifach raus und verabschieden uns mit einem freundlichen Ich gehe jetzt duschen. Mach's gut, haut rein, Stream geht aus. Auf Wiedersehen und ciao. Das. Unentschieden. Wer hat jetzt gewonnen? Er hat verloren.